So kriegen wir ihn wenigstens ein bisschen aufgedeckt. Es ist interessant, wenn Häuser nicht direkt an die Mauer gebaut werden. Aber ja, das ist der Herzogspalast. Hier, das Fitzelchen können wir nicht aufdecken und hier oben ist halt noch die Mauer im Weg. So, dann verlassen wir den Bereich mal. Ihr braucht nur zu fragen. So, und sind im nächsten Bereich. Das hier ist die ist Taverne und Wirtshaus. Okay. Gehen wir da gleich mal rein. Hey, Kollege! Connolly Finn. Es freut mich, wahrlich eure Bekanntschaft zu machen. Was bringt euch zu Connolly Finn? Möchtet ihr eine Geschichte über Verrat unter den Edelleuten hören? Oder über ein paar Schandtaten in den dunklen Gässchen? Beim Gläschen Bier hört man so manches. Erzählt mir, worüber sich das gemeine Volk in diesen Tagen unterhält. Das gemeine Volk? Ich kenne niemanden, der sich gerne so nennen lässt. Viele würden wahrscheinlich sogar sagen, dass die Edelleute viel weniger interessant sind als das gemeine Volk. Es steht uns frei zu gehen, wohin wir wollen. Mit einem zu sprechen, mit dem wir möchten. Alle müssen Angst haben, in schlechter Gesellschaft gesehen oder am falschen Ort überrascht zu werden. Es wurde schon viele Geschichten über die vergeblichen Bemühungen adliger Narren erzählt, die ihre Handlungen zu verbergen versuchen. Insbesondere hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und weg ist er. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie wär's mit einem Whisky? Hier können wir auch nur schlafen. Wie kann ich werde mich im Hang umdrehen, darum kümmern. Wie ihr wünscht. Ihr benötigt etwas, Freunde? Hallo, willkommen, junger Freund. Wollt ihr von Borinol Geschichten über das Leben in den Reichen hören oder stellt ihr nur umher und lernt die Leute von Baldur's Tor kennen? Kennt ihr ein paar interessante Geschichten? Oh, ich kenne viele Geschichten. Ob sie interessant sind oder nicht, ist wohl Geschmackssache. Ich könnte euch eine erzählen, obwohl sie euch wohl nicht von Wichtigkeit wäre. Geschichten erzählen ist wirklich völlig nutzlos, aber ein schöner Zeitvertreib. Sicher, legt los. Dann will ich es tun. Es war der Anbruch eines neuen Jahres und Chester Blackwood und ich machten uns auf zu unseren Freunden, um mit ihnen die Tore der alten Feuerweinruine aufzusprengen. Bella Stablehand, die war an der Spitze, sie war nämlich die Älteste. Wir hatten uns geeinigt, dass sie die erste Salbe abfangen sollte, wenn wir angegriffen würden. Bella hatte natürlich die Axt ihres Vaters dabei und damit sah sie ziemlich furchterregend aus an der Spitze. Sie war lang wie ein Baum und hatte eine Rückhand, die jeden zu Boden schickte. Ich weiß noch, wie sie und Chester Allendale, der ist nicht mit den Blackboots verwandt, was auch ganz gut ist, die Blackboots verstanden nämlich keinen Spaß, wenn es um Bella und ihre üblen Streiche ging. Also Chester und Vela stöberten dabei Ulcaster herum. So nannten die Kinder die Ruine seiner Zeit, als ihr Vater vorbeikam. Vela griff Chester plötzlich an und verprügelte ihn so, dass er eine Woche lang nicht mehr aufstehen konnte. Bei dem Anblick hat Velas Vater sich so kaputt gelacht, dass er völlig vergaß, wie wütend er eigentlich war. So ist es aber wirklich. An dem Tag, an dem er über einen guten Witz nicht mehr lacht, geht er bestimmt von uns. Ich weiß noch einmal... Ich will euch ja nicht kritisieren, aber hat diese Geschichte auch ein Ende oder wenigstens einen Anfang? Hört auf, haltet einfach den Mund. Ich kann eure langweilige Geschichte keine Sekunde länger ertragen. Welche interessante Geschichte. Ich habe viel daraus lernen können. Jetzt muss ich aber gehen. Auf Wiedersehen. Hat sie einen Anfang? Geschichten sind nach dem spannenden Teil noch lange nicht vorbei, junger Freund. Ihr verpasst viel im Leben, wenn ihr nichts mitkriegt, außer schwingenden Äxten und Schlägen auf den Schädel. Ach ja, und die Leute hatten doch mehr Geduld zu meiner Zeit. Wenn ich nur daran denke, Buck Longbow könnte ein Korn von der Saar bis hin zur Ernte anstarren, obwohl er danach nicht ganz er selber war. Dann lasst mich jetzt einfach in Ruhe.
Ihr benötigt etwas, Fremde? Tja, die gute alte Zeit, das war schon was, oder? Worum geht, wie ihr wünscht? Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Hier ist nichts drin. Hier war ein bisschen Geld drin, gar nichts. Ein bisschen Geld. Und ein Abwehrtrank. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern, wie ihr wünscht. Gut, dann raus hier. Wie ihr wünscht. Aber natürlich, Schätzchen. So, mal ein bisschen aufräumen wieder. Ja. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. So, hier ist nur die Mauer dann. Also ja, ich glaube hier, also da kann man, ja stimmt, hier ist ja Silberschild anwesend. Anwesen von Enter Silberschild. Kannst du da raus? Ja. Luise und Lerta. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So, Zwillingsmädchen, das klingt immer so unheimlich. Ich will zu meiner Hallo, ich bin Lerta und das ist meine Zwillingsschwester Luise. Mama und Papa glauben uns nicht, aber jede Nacht kommt ein Schreckgespenst und glotzt bei uns durchs Fenster. Wir sind echt froh, dass wir Zwillinge sind. Weil wenn wir nur eine wären, dann könnten wir uns nicht aneinander festhalten, wenn wir Angst bekommen. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Mein Name ist Gervis und ich bin ein Magier, wie man sieht. Den beiden jungen Mädchen in diesem schicksalsträchtigen Raum steht eine dunkle und ungewisse Zukunft bevor. Eine mächtige Dromide namens Voltine will sich ihrer bemächtigen. Sie hat sich verwandelt, in was genau weiß ich nicht, um in das Haus einzudringen und die Zwillinge nachts zu entführen. Bitte glaubt mir, Motiv muss gefunden werden oder die Zwillinge sind in großer Gefahr. Die Zwillinge Lerta und Luise behaupten, dass sie jede Nacht durch ihr Fenster von einem Schreckgespenst beobachtet werden. Ich glaube zwar nicht an Schreckgespenster, wir haben welche gesehen, Vulcaster zum Beispiel ist ein Gespenst, doch auf meinen Reisen habe ich genug gesehen, um nicht zu bezweifeln, dass es sich nicht nur um Hirngespinste handelt und das macht mir Angst. Der alte Gewisse, der scheinbar in Baldur's Tor über ein junges Zwillingspaar wacht, hat mich gebeten, eine gefährliche Druidin namens Voltine zu suchen und zu töten. Sie verwandelt sich scheinbar dauernd, um gewisses nachträglichen Schussmaßnahmen, nächtlichen Schussmaßnahmen zu entgehen, mit dem Ziel, die Zwillinge zu entführen. An dem Ganzen stört mich noch etwas, aber was genau weiß ich nicht. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Wie unartig, einer Dame beim Umziehen zuzusehen. Mein Name ist Voltani Balu, aber ihr könnt mich Voltin nennen. Was wollt ihr? In dieser Gegend treibt ein deckiger alter Magier sein Unwesen. Er heißt Gervis und er schleicht nachts umher und starrt bei den Leuten in die Fenster. Da ihr sein Hobby zu teilen scheint, darf ich wohl annehmen, dass ihr ihn gut kennt? Eine gescheite Androidin namens Voltin behauptet, die Gewisse sei ein übelwollender Voyeur. Auch wenn meine erste Begegnung mit Voltine nicht gerade gut verlauf, habe ich das Gefühl, dass sie diejenige ist, die die Wahrheit spricht.
Lass uns alleine, ja? Zeit für die Nachtschicht. Ich war mein Freund, ich bete dafür, dass ihr Voltim bald findet, denn ich kann nicht mehr lang. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie ihr Vorhaben ausführt. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Ich habe keine Geduld für euren albernen Spielchen. Was sagen die beiden Kinder denn dazu? Ich will zu meiner Mami. Glaubt ihr uns das mit dem Schreckgespenst? Hoffentlich. Sagt an. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum. Ja? Veritas, Vero, Hochoglos. Und noch eine neue Feuerschutzrobe. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? So, habt ihr euch doch noch als nicht sicher erwiesen. Ich habe euch bereits gesagt, dass Gewiss ein dreckiger alter Mann ist und die Stadt ohne ihn sicherer wäre. Ihr erlaubt mir euch diesen Zauberstab als Dank für eure Dienste zu überreichen. Ja? Ich fürchte, ihr habt alles in eurer Macht stehende für mich getan. Stab der Verwandlung. Verwandlung in ein Eichhörnchen. Okay, das ist ein Zauberstab. Wo ihr braucht, nur zu fragen. So, okay, na, das Schreckgespenst kommt nicht mehr. Ihr habt das Schreckgespenst vertrieben, nicht wahr? Hier, meine Mutter sagt, ich soll euch diese Schriftrolle geben. Ich glaube, sie soll euch vor allen anderen Gespensterleuten beschützen, auf die ihr trefft. Das Schreckgespenst Gewisse wird die Mädchen nicht mehr belästigen. Schutz vor dem Bösen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey Freund, du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Habt ihr gehört, der Rat der Herzöge soll entscheiden, ob wir am den Krieg erklären? Ich möchte über Politik dieser Stadt so wenig wie möglich hören. Geht erzählt eure Neuigkeiten Leuten, die mehr Interesse daran haben. Na, zumindest habt ihr den Boot nicht erschossen. Mhm. Ah, Helm und Umhang. Und hier sind auch noch zwei Häuser. Ja, mein Schatten, mit Vergnügen. Oh, ein Heiltrank. 50 Goldmünzen. Nein, nicht der Einhornfluss. Wie kann ich helfen? Wie ihr wollt. Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ein paar Ankecks stiften flussaufwärts Chaos am Südufer, nördlich vom Tempel der königlichen Schlampe. Sie haben meinen Kumpel Nestor in die Tiefe gezogen, fast hätten sie mich auch noch mitgenommen. Nun geht's mir so mies. Nestors Mama will bestimmt zumindest einen Teil von ihm begraben, aber ich habe immer noch zu viele Albträume, um dahin zurückzugehen. Ja, Quinns Freund. Ein junger Gnom namens Quinn hat mir erzählt. Dass einige Ankhängsler bei das Tor am Südhof Unheil angerichtet haben. Gleich nördlich vom Haus der Hexe Tenya.
Sein Freund Nesta wurde bereits von ihnen getötet und Quinn hat mich gebeten, dorthin zurückzukehren und Nestas sterbliche Überreste für die Beerdigung zu suchen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass viel von ihm übrig ist, aber der Junge ist am Trauern und ich will ihm seine Bisse deshalb nicht abschlagen. Quinn befindet sich im nordwestlichen Teil der Stadt. Irgendwas nicht in